Moin, moin, Leute. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video. Hierbei geht's ums Mining bzw. um den Bergbau mit der Prospector heute in der ersten Folge. Es soll eine ganz entspannte Mining-Runde werden, die ich von CRU L1 Ambiance Dream Station aus starte und in der ich dann auch mal zeige, wie ich die Prospector für ein Mining bestücke. Ich hoffe, das Ganze macht euch Spaß und wird auch informativ genug für euch sein. So, dann wollen wir mal loslegen, indem wir als erstes mal an den Monitor hier gehen. So. Hier haben wir schon ein Mining-Schiff, was hier vor Ort ist. Da gucken wir mal erst rein, wie es ausgerüstet ist. Dann kann ich da mal kurz was zu erzählen. Unterscrollen. 3 war das. So. Wir haben hier sie mit dem Lancet MH1 Mining Laser ausgerüstet. Wenn wir. Na komm. Da mal. Da mache ich dann noch mal kurz Internetseite auf, nämlich von Aircool. Hole mir da mal Prospector ran. So, und dabei geht es mir darum, zeigen zu können auf dieser Seite, warum ich zum Beispiel diesen Laser genommen habe. Hier habe ich momentan den, nehme ich mal den Lancet Laser hier, sehen wir hier vorne die Werte. Und dann haben wir einen Resistance Modifier von minus 0,75. Diese 0,75 sorgen dafür, dass die Steine wesentlich besser knackbar für uns sind. So, das ist der Laser. Was das angeht, nehme ich mal den Helix kurz rein. Der Helix hat hier einen Wert von minus 0,1. So, das nehmen wir den Impact. Der hat minus 0,25. Ist besser als der Helix natürlich mit dem 0,25. Setzen wir den Hofstede mal. Der hat den Modifier von minus 0,1. Also denselben Wert wie der Helix. Dann den Arbor mal nehmen. So, der hat ja von den Werten nichts mehr, weil das ist ja der Standardlaser, der da original drin verbaut war. So, schauen wir uns mal den Klein an. Der Klein hat einen Resistenzmodifier von minus 0,2. Also das, was die Steine, den Widerstand eines Steines am meisten runterholt, ist eben halt dieser Lancet Laser MH1 für die Prospector. So, die weitere Ausrüstung, gehen wir mal hier auf die Slots. Da nehme ich immer gerne ein Optimum mit. Der geht nämlich auch noch. Also der könnte das Char-Window größer machen. Dann haben wir den
Rand. Setze ich ganz unten ein. Und der Forel, das 20. A-Level. Können wir den auch mal hier mit. So. Immobiles ausgerüstet. Der Laser. Jetzt gehen wir mal zur normalen Ausrüstung des Schiffes. Da ist es. Was das angeht. Goliath habe ich gestehen. Burst. Ja, das habe ich momentan nicht alles. Aber dann fangen wir mal mit den Schilden an hier. Das wieder zurück. So, also wie gesagt, hier haben wir in MH1 Lancet Laser drin, in Optimum an Consumables, die beiden anderen da noch, so, das Triebwerk, da gucken wir dann noch mal kurz rein in, okay. Von denen, die ich dazu habe, ist dann das Rasch noch das Schnellste. So, die anderen Systeme. Das Power Plant. So. Power Plant. Da ist das Dillinger von denen, das größte, das habe ich schon drin. Das so, das Bulwark ist hier das größte Schild und der Snowfall ist hier der beste Kühler von denen, die ich hier zur Verfügung habe. Ganz einmal abspeichern. Nein, jo. So, dann können wir unser Schiff spawnen. Na. Toll. Sektor 3. Schauen wir doch mal, auf welche Plattform wir dürfen. Auf die 4. Setzen wir schon mal einen Helm auf. Weil ohne Helm, da kriegen wir keine Luft. Ja, mit dieser Schiffsausrüstung habe ich vor, Quantanium zu minern. So, Maschinen an. Jetzt
gar keine Route annehmen. Thank you. And please visit again. Ach, und hier sagt er, er hätte keinen Helm auf. Ich fände es nochmal. Hier geht's zu AURL1. Um dort zu minern. Chat nochmal aus. Kommst aber langsam. Oh ja, stimmt. Einmal. Dürfte es etwas schneller gehen. Route neu. War schon okay. Und springen wir mal zum Ziel. Ja, wie lange das jetzt gehen wird, bis wir einen vernünftig großen Stein finden, kann ich so nicht sagen. Das weiß ich nicht. Wir haben jetzt die 12,5 Minuten rum. Und ich schätze mal, ja, so eine halbe Stunde wäre schon eine gute Zeit, wenn wir in einer halben Stunde einen richtig schönen, fetten Stein finden. Das wäre dann was Schönes. Ich habe letztens einen Stein mit 37% Quantanium gefunden, bei einer Größe von knapp unter 5000. Da war die Prospektor mit 31,5 CU im Laderaum voll, nur mit Quantenium zu 100%. Und also der hätte im Verkauf etwas über 140.000 gebracht. Das Ganze raffinieren und dann verkaufen, wenn man dann bedenkt, dass das Ganze dann nochmal von, ich glaube, 44 pro Einheit hochgeht auf 88. Dann wären das also 280.000. Das, ja, das ist schon ein recht guter Verdienst, wenn alles hinhaut. Sprich, wenn man einen guten Stein findet, wenn man ihn rechtzeitig wieder zurückbringt. Nicht, dass man explodiert. Damit das nicht passiert, mache ich eins schon mal vorweg. Ich lege nämlich meinen Weg schon mal fest, wo ich hin will. So, und dann habe ich nämlich auch noch einen zusätzlichen Punkt hier im Raum, dass ich weiß, so, yay, von der Ecke komme ich. Ich denke mal, wir werden als erstes so in die Richtung Sonne uns bewegen. Wunderweise.
Ja, da hätten wir schon einen Stein mit 4% Quantanium. Aber es gibt hier welche, die haben auch wesentlich mehr. Ja, da ist ein Problem. Da kennt und es tauchen andere auf und dadurch finden die anderen wieder. Der, den wir eben angeflogen hatten. Vorteil ist, wenn man zwischendurch steht und sich ausrichtet und den Stein dann verliert, so wie jetzt in diesem Fall, der Stein ist trotzdem noch vor uns. Jetzt genauer machen, müsste er theoretisch da vorne auftauchen. Er ist jetzt zwar so zu sehen, aber ja, und es scheint eine taube Nuss zu sein. Den kriegen wir auch durch nichts aktiviert. Das was essen. 3, das. Thank you.
7 entfernten hier hin. Runter, damit wir dann reinkrachen. Laranit 5,39%. Rechts wäre da noch ein anderer gewesen, aber den machen wir gleich. Ja. Schauen wir uns erstmal geradeaus an. Runternehmen. Oh, das ist auch schon wieder ein anderer. Ja, das ist blöde, dass die Boxen immer wieder davor liegen. Aber das heißt, ja, Ehre sein. Anit. Nächste sein. Ist also nicht ganz so einfach mit dem Finden, da daraus stand nämlich wieder einer vorbei. Antanium 17. Garantiert eben verloren. Ja, wenn ja. So was Schönes mit 37%, das ist was, ja, das suchen wir. Das ist auch durchaus realistisch, dass wir das mit ein bisschen Zeit auch finden.
Die Richtung. Hatten wir schon. Und den hatten wir. Ja, Husten ist nicht so gut. Tut auch weh von der OP. Nichts, was wir abbauen. Antenium. Scannt und dann werden sie uns gezeigt. Auch uninteressant. Kommt mir fast so vor, als ob ich den schon gescannt hätte, aber eigentlich nicht. Nein,
Allzu schnell, dann ist der Scanner genauer. Das sein. Nehmen wir erstmal den. Alexa hier, 6000 entfernt. Wie gesagt, es ist immer schade, dass die Kästen teilweise umspringen, weil er dann einen anderen erfasst, der irgendwie der Kasten größer ist, das dann überdeckt und dann darum nicht angezeigt werden. Ja. Also wenn das einer ist, der, den wir schon gehabt hätten, dürfte der Scan also nicht dauern, sondern dann müssen wir Bot anzeigen. Quasi so wie hier, wenn ich jetzt weggehe, gehe auf einen darauf, dann zack. Daran erkennt man, wie gesagt, das hatte. Ja. Weil da wird das Dreieck angezeigt. Dein. Einmal drehen. Jetzt sind wir bei Minute 30. Sprich, haben wir gut gesucht. Wir hätten natürlich auch schon was abbauen können, aber da wäre das Schiff dann
die sich... voraus. Er hat kein Häkchen unten dran, daran erkennt man eben halt, dass man den noch nicht hatte. Jetzt hat er ein Häkchen dran. Spontanium 25%. Ach. Darf ruhig mehr Prozente haben. Nichts dagegen. Das Schiff ja schließlich voll haben. Prozent. Alles. Ja, der überdeckte obere, den wir haben. Ja. Da ist es. Und Alaranit.
noch was. Internet. Aber hier vorne die Ecke müssen ja die beiden anderen links. Beide circa 5 von dem entfernt. Ja. Scannen. Ja, manchmal, da findet man sie dann nicht wieder. Komischerweise. Dabei müsste sie eigentlich relativ dicht neben einem liegen. Und nichts zu machen. Unternehmen. Nun haben wir wieder die gerade auch hatten. Der Punkt. Ich dachte, der wäre komplett verschwunden. Müsste eigentlich so jetzt 2.500 bis 3.000 vor uns sein. Oh, weg. Dahin. Gott.
großen Entfernung. Gefahrenstanite. Tausend. Auch nicht. Danach. Na, out. Haben wir da wieder eine taube Nuss gefunden. Jo. Das scheint ein bisschen zu sein. Marker irgendwie. And da hatte ich Besseres. Prozent. Da muss man halt ein kleines bisschen Geduld haben. Ein bisschen Glück gehört da natürlich. 8-bar ist das schon. Schöne.
wie man so schön sagt, ist immer die Frage, wann man es was findet. So, da oben haben wir was. Den da drüber haben. Wird ja wieder mehr. Fastanite, rechts. Achtung. Ja. Könnte der Fastenbereich sein. Ja. Exzellent. Mal geschwindig. Weg. Zwei Prozent. Ring. Wir da. Könnte natürlich sein, dass ausgerechnet dieser Achter, den wir da jetzt übergehen, der war mit den fetten, der fetten Beute. Und nun ja. Für irgendwas muss man sich hier entscheiden. Ich dachte, wenn man einen hier nimmt, dann hat man es ganz oft, dass man ein, zwei andere, die man hätte finden können, wenn man weiter geflogen wäre. Halt vorbei. Ah, wie schaut's aus? Ein und eine Taube nutzen.
So. Stoff. Bremsen. Sagt man so schön, wir kommen der Sache langsam näher. Ping, ping, ping. Wie schön eine Nuss. Ja, bin ja mal gespannt, was die neuen Mining Attachments bringen. Die fest zu verbauenden, die permanent sind. Könnte was Nettes finden. So,
wenn man sich damit zum jetzt besten Laser, den Helix-Laser aufpeppen kann, dass mehr Resistenz schafft, knacken. Hier haben wir jetzt eins nach dem anderen, aber Titel 9. Da müssen. Thank you.
Quantanium, 42%. Das ist doch genau das, was wir haben wollen. Das ist der Bingo-Stein. So. Ja, okay. Gute 50 Minuten gesucht, aber egal, das lohnt sich, finde ich. Und es ist ja sehr entspannt. So. Dann wollen wir ihn mal ein wenig beackern. Da schauen wir mal, was wir ausrichten, wenn wir noch ein bisschen näher gehen. Kleines bisschen. Ja. Ja, das war zu geil. Sehen wir, da haben wir schon einen Punkt am Stein. Da scheinen wir was zu haben. Hoch. Da haben wir den richtigen Punkt vor dem Stein. Runter. Uns da ein bisschen bewegt. Wir brauchen da zwar ein bisschen Zeit für, um ihn zu knacken, aber er ist knackbar. Wir müssen halt nur ein bisschen aufpassen.
dass wir da ein bisschen eher hochgehen. So, jetzt ist das Knacken der Einzelnen einfacher. Dort haben wir ein Resistance, Barrel und Inert Material. Den brauchen wir also überhaupt nicht knacken. Prozent lassen wir auch erstmal aus. Aber wir gucken uns mal alle an. Auch sehr wenig. Das sieht schon besser aus. Der hat... Ja, noch besser. Der. Ja. Das ist den hier. Da tasten wir uns auch langsam ran. Ausgekommen. 100. Dort. Dort. So, was hat man noch gerne? 50. Gehen wir mal so auf 35 hoch. Schau mal, wie er reagiert. Darf es mehr sein? Höher. Na komm, nicht ganz nach unten. Warning. Power critical.
Den. Wissen wir jetzt also, bis 50 können wir erstmal locker hoch. Laden. Und immer schön. Sechs, gar nichts und 16. Auch mal vorsichtshalber. Oder dürften wir das Schiff gut voll mit haben. Und geknackt. Oh. Fangen wir erst an, die Hunderte einzusammeln. Noch ein 100er. Noch ein. Und jetzt war, glaube ich, Ende mit 100ern. Noch was, den mit.
Dann dürfte die Kiste auch schon fast voll sein. So. Da haben wir, was das angeht, nur ein ganz bisschen was anderes an Material mit. Da wir die Strecke schon mal uns aufgelockt hatten, können wir gleich ohne Umschweife losfliegen. Ohne vorher groß suchen zu müssen. Das spart auch noch mal Zeit. Ja, später kriegt der Flieger dann auch nochmal ein schnelleres Triebwerk verpasst. Weil letztendlich ist das hier eine Kurzstrecke. Wenn man das hier speziell für machen würde, dann kann man auch was ganz anderes an Triebwerk nehmen, was einen wesentlich schneller nach Hause bringt sozusagen. Ich werde ein Autoland machen. Oder im Mining-Anflug in Mining-Modus anstellen, um zu sehen, wie viel Zeit wir noch haben. Wenn wir den Sprung hinter uns haben, dann kann man gut abschätzen, ob das Ganze zu schaffen ist oder ob wir vielleicht die Ladung abwerfen sollten, um das Schiff nicht zu gefährden. Weil das kann durchaus auch mal passieren. Wir sehen, wir haben noch 10 Minuten Zeit. Kleiner zweiter Sprung. Fahrwerk schon mal aus. An der Erlaubnis. Habe ich doch gerade. Please proceed to assigned landing bay. Und wenn wir jetzt nochmal den Mining-Mode anmachen, dann sehen wir 8,5 Minuten.
Komm, geh auf. Scheiße. Eigentlich hätte er landen sollen. Ist nicht wahr. Warum das? Komm nicht. Oh, nee. Bitte. Warum so ein Scheiß? Ist doch zu. Okay, jetzt kann man natürlich nur versuchen. Dass wir vielleicht schnell genug da noch hinkommen und dass er das Schiff vielleicht doch noch wertet. Was ich zwar nicht glaube. Pech muss man auch noch haben, ne? Ach ja. Fernsehkündchen später aufstehen sollen. Also das ist komisch. Normalerweise macht er das Outland zu Ende. Also ich weiß nicht, was er da hatte. Probieren wir es einfach mal. Entweder... Super. Ja. Ich dachte schon, angeln. Nee. Aber okay. Dann werden wir mal sehen, ob das Schiff noch gewertet wird oder nicht. Nahe genug. Sowas hatte ich noch nicht. Everything all right? Nein, er wertet sich nicht. Das ist natürlich schade. Weil so eine Fehler sind dann echt, ja, leider Zeitverschwendung, deprimierend für Spieler. Sowas sollte nicht passieren.
Nun ja. Ist doch mal ein gutes Beispiel dafür, was dann auch mal schief gehen kann, wenn es richtig super läuft. Quatsch. Ja. Dann holen wir uns mal die Inspektor wieder durch Claimen. Ja, wir wären dann wieder da, wo wir am Anfang waren. Es sah nach viel Geld aus für uns, aber wie man so schön sagt, ist dann doch nach hinten los. Was man jetzt natürlich noch versuchen könnte, wäre, da sie da gerade im Claim-Vorgang steckt. Ah Mann, geh aus dem Weg. Ariates. Ob das vielleicht was ändert, aber... Aber wie gesagt, die Kiste dürfte dann schon mal leer sein. Durch das Claimen. Oder zumindest explodieren. Aber Versuch macht klug. Und man sollte ja nichts unversucht lassen. Weil das waren auch locker 140.000 bei dem reinen Material, was wir bekommen haben. Das wären dann im Verkauf gewesen nach Raffinerieren circa 280.000. Und da kann man dann ruhig nochmal probieren, ob es vielleicht doch auf diese Art und Weise funktioniert. Auch wenn die Chance ja, nur 0,1% ist. Ja, da sagt er nur die Mol. Okay. Schade. Das war insgesamt die Aktion, ein Satz mit X, das war wohl nix. Aber kann man nichts machen. Ja, was lernen wir daraus? Nicht unbedingt in dem Moment aussteigen, wenn man das Gefühl hat, da bewegt sich noch was draußen. Aber ich dachte, das wäre der Rest vom Landeanflug gewesen. Und ja, kann man nichts machen. Ist halt so. Man lernt dazu. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Sonntag, Nachmittag. Ja, beziehungsweise einen schönen Sonntagabend, ist ja schon gleich 6 Uhr. Ja, ich hoffe, das Zuschauen hat euch Spaß gemacht. Ja. Und euch passiert so etwas nicht. Ja. Wirklich un. Aber nun ja. So ist es halt. Es ist ein Spiel. Es ist halt noch nicht zu 100% fertig. So sollte es nicht sein, wie es da gerade war. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch dann noch einen schönen Abend und sage dann mal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Also. Bis denne dann.